Hallo, na gut geschlafen? Nee, nicht wirklich. Ich musste viel nachdenken über Adam und Stani und so. Ja, ich auch. Du hast mich ja gefragt, was ich getan hätte. Ja, genau. Ich bin irgendwie total durcheinander. Ich bin sauer auf Adam, weil der den Stani verhauen hat. Ich bin aber auch sauer auf mich, weil ich nichts dagegen gemacht habe und so feige war. Ich bin aber auch traurig, weil der Stani doch mein Freund ist und es ihm jetzt echt schlecht geht. Und ich bin traurig, weil uns allen nichts eingefallen ist, wie wir dem Stani helfen konnten. Verstehst du das? Ja, sicher. Großen Leuten geht es oft genauso. Selbst die Politiker, die viele wichtige Dinge entscheiden müssen für ihr Land und auch für andere Länder mit, fühlen sich manchmal so. Echt? Ich dachte immer, die wissen ganz genau, was sie tun müssen und das ist dann auch richtig. Meistens ist es auch so. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Sicher hast du mitbekommen, dass in Europa zurzeit Krieg ist. Zwischen der Ukraine und Russland. Stell dir vor, der Stani ist die Ukraine und Adam ist Russland. Echt? Und Oleg und Luigi, Manfred, Jason, Pierre und Ben? Die sind die anderen Länder. Jason ist vielleicht die USA, Luigi ist Italien, Oleg ist Polen, Manfred ist Deutschland und so weiter. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Aber warum haben die Ukraine und Russland Krieg? Die wollten doch bestimmt nicht Fußball spielen, so wie wir auf dem Spielplatz. Das geht doch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es ist so ähnlich. Der Stani wollte nicht zu Adams Team gehören. Genauso will die Ukraine nicht zu Russland gehören. Und sich selber aussuchen, zu welchem Team sie gehören wollen. Also, die Ukraine will nicht mit Jason spielen. Nein, ich meine, der will nicht mit Russland spielen. Der will mit Jason spielen und dann zu Amerika gehören? Irgendwie schon. Aber wichtiger ist es, die Ukraine selbst bestimmen zu können, zu wem sie gehören wollen. Und weil der Stani nicht wollte, ist der Adam sauer geworden. Ist Russland auch sauer geworden, weil die Ukraine nicht wollte? So einfach ist das leider nicht, wenn sich zwei Länder streiten. Aber da Russland viel größer ist als die Ukraine, haben die Politiker von Russland gedacht, dass die Ukraine schneller Angst kriegt und macht, was sie wollen. Genau wie bei Adam und Stani. Und die anderen Länder? Stehen die auch nur so rum wie Luigi, Pierre und Jason und die anderen? Die sehen doch auch, dass das total unfair ist. Die anderen Länder stehen nicht nur rum und schauen zu. Aber zuerst sollte man immer erst freundlich versuchen, den Streit zu beenden. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber das ist der bessere Weg, erst friedlich reden, als zurückzuhauen. Was meinst du denn, was passiert wäre, wenn alle den Adam verhauen hätten? Weiß ich nicht. Also vielleicht wären dann alle Jacken kaputt gegangen, wenn wir alle verkloppt hätten. Und wir hätten alle geblutet. Der Adam hat ja auch noch den Juri, der hat ihm ja geholfen. Also wären das schon zwei. Und dann wäre der Adam vielleicht richtig sauer geworden und hätte sich in der Schule noch mehr Freunde gesucht. Und dann hätten die uns wieder verkloppt. Und ich hätte Ärger gekriegt, weil meine Jacke wieder kaputt ist. Mama wäre sauer geworden, weil sie nicht schon wieder eine neue Jacke kaufen kann. Und ich hätte dann auch noch Stress mit ihr. Dann wird ja alles nur noch schlimmer werden, wenn wir zurückgehauen hätten. Siehst du, zurückhauen ist nicht der beste Weg. Man sollte immer erst friedlich miteinander reden. Bei Politikern nennt man das Diplomatie. Und wenn Reden nichts mehr nützt, weil der andere einfach immer wütender wird und keiner nachgeben kann, dann wollen die anderen Länder drumherum, mit der Streit angefangen hat, nichts mehr zu tun haben. Ja genau, das war bei uns auch so. Wie Jason, Ben und die anderen. Die wollten nicht mehr mit Adam spielen und auch nicht mehr, dass er Kapitän ist. So ähnlich ist das auch mit den anderen Ländern und ihren Politikern. Sie wollen nicht mehr mit Russland reden und auch keinen Handel mehr mit deren Firmen treiben. Die anderen Länder kaufen nichts mehr aus Russland und verkaufen auch nichts mehr nach Russland. Ja, aber ist das nicht doof für die Leute, die in Russland wohnen? Ich meine, wenn die doch nichts mehr verkaufen, dann verdienen die doch auch nichts mehr. Und wenn die anderen Länder denen nichts verkaufen, dann haben die doch nichts mehr in ihrem Supermarkt. Dann müssen die Leute in Russland verhungern und haben doch kein Geld mehr, aber die können doch nichts dafür. So schnell geht das nicht. Aber die anderen Länder hoffen, dass Russland
so mit dem Krieg aufhört und sich die Politiker wieder besser darum kümmern, dass es den Leuten in ihren Ländern wieder gut geht und es keinen Stress mehr mit den anderen Ländern gibt. Vorher war ja alles gut und alle Länder sind prima miteinander ausgekommen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber ich habe da noch mal eine Frage. Wenn die anderen Länder doch nichts mehr an Russland verkaufen, dann haben die Länder doch ganz viel über. Können die das nicht der Ukraine geben? Ich meine, die müssen doch im Moment alle kämpfen und können noch gar nichts arbeiten. Der Manfred hat dem Stani ja auch seine Jacke gegeben, als der Adam die vom Stani kaputt gemacht hat, damit er nicht so friert. Und der Pierre hat mit seinem T-Shirt die Nase von Stani verbunden. Boah, das sah eklig aus. Und der Oleg, der hat den Stani auf dem Rücken nach Hause getragen. Die sind ja auch Nachbarn. So ähnlich machen die anderen Länder es auch. Jedes Land gibt ab, was es kann, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Und jeder hilft so gut, wie er kann. Das habe ich ja jetzt alles verstanden. Aber ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen wegen Stani. Dass er jetzt eine blaue Nase hat und seine Jacke kaputt ist. Hast du da auch eine Idee? Für dich ja, aber in der Politik ist das zwischen den Ländern im Krieg viel komplizierter. Du könntest zum Stani gehen und ihm einen von deinen dicken Winterpullovern bringen, bis seine Mama eine neue Jacke für ihn gekauft hat. Dann könntest du dem Stani sagen, dass du sein Freund bist, aber einfach nicht mutig genug warst, dem Adam zu verhauen. Dann sollst du dich auf den Pausenhof mit Pierre, Luigi und den anderen treffen und gemeinsam überlegen, was ihr beim nächsten Mal besser machen könnt, damit ihr dem Stani oder einem anderen Schwächeren besser beschützen könnt. Vielleicht könnt ihr auch mit anderen Lehrern darüber sprechen und ihr findet gemeinsam eine Lösung, damit sowas nicht mehr wieder passiert. Ja, das ist eine gute Idee, das könnten wir machen. Meinst du denn, die Politiker machen das auch so, dass die Ukraine und Russland keinen Krieg mehr haben? Ich wünsche es mir, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn man als einzelner Mensch schon nichts machen kann, um den Krieg zu beenden, sollte man aber wenigstens dem Kleinen helfen und zeigen, dass man für ihn da ist. Dann braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Nur nichts zu tun ist ganz schlecht. Jeder sollte tun, was er kann, damit die Welt friedlich ist. Ob große Leute oder kleine, das gilt für alle.